Willkommen zurück bei Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Ja, und wir sind hier immer noch outnumbered, outlast, out irgendwas und keine Ahnung, wo wir hin müssen. Vor allem auch outsmarted, wenn man Sled ist. Ah, naja. Outskilled. Ja, outskilled und so. Ach ja, es geht weiter hier im wundersamen Tiny Tina Horror S&M Studio. Ja, die kleine... Alter, da kommt ein Skelettriese. Ich mach mal... oh Gott, da ist alles voll. Das erinnert mich so ein bisschen auch an Dark Souls. Gab es da nicht auch solche... Auch so ein bisschen. Eher in einer dunklen Kammer. Oder ist er nicht bald tot jetzt hier? Ja, ach, der war also nicht so krass. Wenn er jetzt tot bleibt. Ach, da kommt noch einer. Ja, mein Sniper funktioniert ganz gut gegen den. Alter, ich treffe nicht. Was ist denn da los? Ich treffe aber einigermaßen. Und erstmal rein Granaten. Okay, das geht ja aber eigentlich wieder hier. Solange die keinen Nahkampf am Start haben, ist echt edel hier. Ja, da hinten sind immer wieder Spektralbogenschützen. Hier, da muss man bestimmt wieder irgendwas rausziehen. Das machst du bitte, weil ich mich sonst wieder mit X meinen Anarchie wegdrücke. Ja, ist mehr Banane. Lass es mal deinen Deathtrap hier rausziehen. Was hältst du davon? Ja, ich glaube nicht, der kann. Los hin, go, rausziehen! Oder muss man gar nicht? Nee, das waren die. Hier sind noch Zwerge, die habe ich gar nicht gesehen, weil Zwerge halt. Die gab's. Du bist tot. Ja, ich weiß, irgendwas explodiert hier gerade um mich rum. Ach, da hinten ist wieder auch irgendwas, was wirft. Hupsa. Jetzt stirbst du. Ach, verdammt, wo bist du denn? Ja, da, wo ich dich gerettet habe. Warte mal. Ja, ich hätte wahrscheinlich selber reißen können. Ja, es ist bisher wieder voll. Ich meine, am Leben. Ja, da hinten ist auch noch der Bogenschütze links. Der nimmt uns auch aufs Korn. Aber das ist gerade ungünstig hier. Aber der eine ist weg. Das ist gut. Ja, ich mach mal Sniper. Ich habe auf die Sniper gewechselt. Gib mir die Sniper. Ach, oh Mann, ich habe nachgeladen. Dann wechselt er nicht. Okay. Jetzt. Oh, ich bin down. Ja, muss ich dich? Ich weiß nicht. Ja, weil er jetzt tot ist. I'm so sorry, not really, but naja. Ach, immer muss ich hier den armen Sled hier aufheben. Voll üble Fleischwunde. Das ist so ungewohnt. Davor war es die ganze Zeit so anders. Aber jetzt, wo man schlau spielen muss, da ändern sich das halt. Alter, du bist so ein Troll. Ja, ich weiß. Ich bin der Troll der Trolls, glaube ich, manchmal. Alter Schwede, ey. Oh Gott, lauf. Warum? Damit wir das mit Hirn angehen können hier. Verstärktes Skelett. Ja. Alter, und es wirft. Moment, da muss ich mal ganz kurz bitte meine Shotgun rausholen. Oh, das ging ja doch relativ schnell. Ja, ich habe auch Slack drauf gemacht. Also es gibt uns Bonusschaden. Ja, das ist wohl wahr. Sind wir hier richtig? Oh, hier kommt irgendwas. Wo? Wer? Keine Ahnung. Ach, da. Wir müssen uns gleich links irgendwie. Wenn der Weg dann nach links geht, dann sind wir super. Ich schieß mal. Da kommt noch. Oh Gott, Skelettriese. Ja, aber Clappy Trappy ist wieder am Start. Dann mach mal Claptrap. Ich habe ein extra lila gemacht für dich. Ach. Ich vergesse immer, dass der so eine Ultra-Range hat. Alter, ich treffe gar nichts. Keine Munition mehr. Meiner sagt immer so lustige Sachen irgendwie. Das ist so, keine Ahnung. Ich muss in deinem Blut ersaufen, hat er gerade gesagt. Keine Ahnung, das macht überhaupt keinen Sinn oder so. Aber vor allem, weil wir gerade Skelette getötet haben. Aber deswegen... war das gerade situationskomisch und ich habe wenig Munition, deswegen... Warum macht mein Claptrap im Moment nur Fernkampfangriffe? Das ist nicht so schön. Keine Ahnung. Alter, ja, die Position hier ist super kacke irgendwie. Geht. Ja, ich mag die nicht. Ja, du stehst ja auch wieder mittendrin, anstatt von ein Stückchen weiter hinten zu kämpfen. Hä? Da war wieder so ein Spektralding, oder? Ja. Oh, der hat mich getroffen. Nicht gut. Ich bin fast down. Ich werde down gehen wahrscheinlich.
bin down. Wo bist du denn? Ach da. Ja, ich bin außerhalb. Kannst du den nicht eben wegmachen? Also, wie geht's? Keine Ahnung, mit ein bisschen Glück. Ich bin down. Ja, hab ich gekillt. Warte mal. Ich kann dich nur langsam ressen. Ja, ja, das ist ja halt Standard. Ja, jetzt bin ich aber tot. Mein Gott, diese permanente Käsekacke mit dem Wegporn, die geht mir echt tierisch aufs Schwein, weil du einfach nicht drauf schießen kannst. Und du weißt auch nicht, wohin du ausweichen sollst, weil das Ding halt sich einfach wie blöd durch die Gegend flippert. Ja, du musst halt zielen. Ja, es ist nichts da zum Zielen, wenn das Ding nicht da ist. Du musst halt erahnen, wo er kommt, weißt du, so Ninja-Skills oder so. Bist du bald wieder am Start? Na, war ja hier direkt um die Ecke der Restpoint. So, bin direkt hinter dir. Ich bin out of money. Ich muss ein Stück näher ran jetzt. Wo ist er denn? Ja, hier, direkt vor. Die sind tot. Der ist Riese da. Ja, der. Hä? Ach, da ist wieder so ein Unsterblicher. Da muss man wieder rausziehen gleich. Ach, hier ist wieder ein kleiner. Ach, der ist einfach so wieder Ach, die hinter uns. 1000 Stück wieder. Aber die hast du wahrscheinlich gerade gepullt. Quatsch. Von da hinten. Knochenbrecher 1. Den Unsterblichen müssen wir gleich, wie gesagt. Ja, das machst du. Du siehst ja dieses komische. Ich habe keine Munition für meine Sniper. Mach mal den Riesen kaputt. Ja, einen habe ich jetzt hier das Ding rausgezogen. Ja, jetzt haben wir hier noch den zweiten. Ja. Zieh du raus. Okay, habe ich. So, den Riesen habe ich auch kaputt gemacht. Weil sich Leute fragen, warum wir das Insta wussten, obwohl man das nicht nachgeschaut hat oder warum ich das Insta wusste, das ist halt im Videospielen immer so. Dass man, wenn da ein ganz lustiges Schwert drin steckt, dass man das rausziehen muss. Naja. Aua, der haut mich. Hau zurück. Der kommt dich übrigens jagen. Ja, 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 er springt mir wieder auf den Kopf. Alter, ich bin hier im Sarg gelandet. Toll, der hat mich eingesagt. Hm. Oh, da ist noch ein kleiner. Jetzt stirb doch mal. Alter. Toll, danke, dass du ihn kaputt gemacht hast. Da ist einer. Ja, ich lebe wieder. Jetzt lass mich. Ja, hier ist noch irgendwas, was schießt. Ach, noch mehr schon Spektralheinis. Das gibt's doch nicht. Ich brauche unbedingt ganz dringend mal Muni, Da ist hier gerade ein dicker Fight irgendwie am Start. Ja, ich bin schon wieder down. Ey, dieses Rumgehüpfe und Geporte, ey. Ich bin übrigens wieder tot, aber du kannst mich kurz tot lassen. Halt's einfach drauf, glaube ich. Ist der kaputt? Ja, lass den mal so. Er macht. Der ist nicht tot, weil er noch das Schwert drin hat. Zieh erst das Ding raus, ja, und jetzt mach mich fertig. Ja, habe ich mir auch überlebt. Ne? Weißt, was ich sagen will? Nee. Alter. Munitionskisten, bitte, danke. Manometer. Vor allem meine Sniper hat nur noch 12 Schuss. Und da ich, da hinten sind noch mehr Kisten. Alle Kisten, bitte. Alle Kisten. Ja, hier ist auch ein Speicherpunkt. Ist in der Verkaufsdinger? Ne, die sehe ich noch nicht. Na denn, hole ich mir die Kisten, ja? Ja, mach mal. Die Atmosphäre ist auch ziemlich cool, also mit der Musik und alles, das passt ziemlich gut zusammen. Jo. Weiß ich noch nicht, ob man es schon mal erwähnt hat, aber es ist gelungen. Man fühlt sich wie so ein bisschen wie so in einem Diablo oder sowas. Also finde ich bis jetzt ist das beste Add-on. Also wir haben jetzt halt schon Captain Spaß. Scarlet gespielt. Das fängt ja glaube ich jetzt dann auch heute an. Und ja.
Was haben wir noch gemacht? Hier, der Big Game Hunt ist das einzige, was wir noch nicht gesehen haben dann, ne? Nö. Das müssen wir uns auch irgendwann mal angucken, aber der Spieler hat so viele Add-ons und so viele Nebenmissionen, und hast du nicht gesehen. Da haben wir noch einiges zu tun in diesem LP, glaube ich. Das wird bestimmt wieder so ein 500-Part-Projekt oder sowas. Eieiei, aber was willst du machen? Ja, machst du nichts dran. Ups. Ja, hier sind wir übrigens richtig. Okay, da hinten steht irgendeiner, ein Moped-Mann. Ja, genau der. Scheinbar ist der freundlich. Was ist denn hier? Munitionsschrein aktivieren, ein Iridium. Und du? Der hat meine Munition aufgefüllt. Aha. Na dann. Meine Sniper ist jetzt voll. Also wir sollen jetzt hier ein Kampf sein, oder was? Keine Ahnung. Das Ding hat meine Munition aufgefüllt. Wenn du es auch machen kannst, ich... Nee, kann ich nicht. Ist deaktiviert. Jetzt? Er ist immer noch deaktiviert. Wieso soll es denn jetzt wieder da sein? Ja, weil es bei mir aufgehört hat. Ach so, nö. Leuchtet jetzt hier nicht mehr bunt. Ja, start mal den Kampf. Ich bin in einer guten Position hier zum Snipper. Super, sagt der Muskelmann und das kleine, fragile Frauchen geht hier nach vorne. Ja, ich komme ja schon mit. Ach Gott. Den weißen Ritter vor euch in seiner ganzen stattlichen, heldenhaften Pracht. Oh. Der weiße Ritter ist nicht weiß. Was? Oh. Müssen wir jetzt den Drachen kaputt machen? Roter Drache. Ach du Scheiße. Ja, das sind mehrere rote Drachen. Keine Ahnung, da machst du nix. Alter! Ich mach nix gegen die. Ja, du bist tot. Ja, ach. Warum? Ja, weil die mich getötet haben. Alter! Ja, ich bin auch tot. Ja, jetzt weißt du, warum ich tot bin. Ja, weil ich dich gerest hab. Ja, gut. Ja, aber die kriegen wir tot. Ja, prinzipiell schon. Ich drück mal E, um aufzugeben. Ja, gut, das ist ja... Ich hätte vielleicht noch warten sollen, weil mein Deathstrap in der Zeit hätte weiter schnetzeln können. Das wäre schlau gewesen, aber... Naja. Tja, hätte Fahrradkette. Aber ist ja Sled, ne? Deswegen... Ja. Deswegen passiert hier nicht schlau. So. Wo ist denn hier die Action da, oder? Boah, und unser Geld geht immer weiter runter. Oh nein, unser gutes Geld, wo wir einfach immer mehr kriegen irgendwann. Und sowieso eigentlich nur Munition die meiste Zeit kaufen. Und ab und an mal irgendwie... Alter. Wo ist denn der zweite Drache? Irgendwo muss der über uns sein, der gibt's uns. Keine Ahnung, aber der erste ist bald tot. Ich stehe hier in einem guten Spot. Hier an der Wand ist echt toll. Ich treffe halt kaum mit der Waffe hier. Ich kann ja mal versuchen, die hier zu nehmen. Ja, ich mach mit der MG im Moment immer viel rum. Geht gar nicht. Der eine ist tot gleich. Ja, ich auch. Soll ich dich retten oder soll ich den Drachen? Ja, probier mal. Okay, einer ist down von den Drachen. Das ist kein Doppel-Rest. Da kommt aber noch ein Drache. Es sind 2 von 3. Da ist noch einer. Ja, aber einen haben wir schon weggemacht. Nein, zwei haben wir. Wir haben schon 2 weggemacht. Oh. Nein. Der ist aber blau. Die anderen waren rot. Ich will nicht, dass der blau ist. Sag ihm, dass er auch rot sein soll, bitte. Alter, was war das denn? Der hat mich getötet. Ja, das habe ich gesehen, aber ich habe noch nicht mal mitgekriegt, wie. Er ist da einfach nur rumgeflogen. Rest dich mal. Ja. Diesmal hätte ich auch nicht released. Weil hier Clappy Trappy noch da ist. Wo ist denn der? Da. Alter Schwede. Er ist so schnell, ich treffe den immer nicht. Jetzt habe ich mal getroffen, aber ich mache halt auch so wenig Schaden, wenn ich schieße irgendwie. Das muss deine Aufgabe hier. Claptrap, mach den. Setz dem ganz gut zu. Ohne den Imba Claptrap hätten wir das hier, glaube ich, vergessen können. Ja. Claptrap Land and Tiny Tina's Assault, ne? Und so. Alter Schwede. Oh, ich hab ihn geslackt, oder?
Ja, sieht so aus. Nein, es kommt auf mich zu. Ich bin down. Ich täte einen Rest nehmen. Ich täte einen Rest geben, aber der tötet mich gerade. Aber ich hab's irgendwie überlebt. Okay, warte. Da kommt dein Rest. Ja, sehr liebenswürdig. Ach, Roland holst du auch mit drauf. Ja, irgendwie. Jetzt stirb doch mal, du Mistvieh! Der will nicht sterben. Ja, der vergisst es einfach. Flieg nicht noch höher, Mann. Treff dich doch nicht mehr so. Alter, der fliegt jetzt ins Universum oder so. Ja, es scheint so. Ja, kommt der jetzt nochmal wieder? Ja. Ich habe ihn runtergeholt. Oh. Fußrodar tötet 10 Drachen. 5 habe ich getötet. Laut Questlog. So, hast du jetzt hier. Hallo Roland. Ha, du Sack, Alter, bleib doch. Shorty, ihr seid ein Ass. Ich schulde euch was. Das kann nicht gesund sein. Hier kannst du übrigens wieder Munition aufladen. So redet Roland nicht. Tut er wohl, solange ich ihm die Stimme leihe. Ja, auf jeden. Los gehen wir. Ich guck mal eben da hinten, was denn da noch an der Klippe ist. Da könnte bestimmt irgendwie eine Epic-Kiste oder sowas sein. Ja, ich renn mal Roland hinterher. Ja. Nee, hier ist einfach gar nichts. Ich habe schon wieder ein Drittel Level. Und es sind nicht mehr alle Totenkopf, sondern nur noch ein paar. Ja, bei mir hat sich da noch nicht viel getan, glaube ich. Doch, also die, ich glaube 29 Gegner und 30er Gegner sind kein Totenkopf mehr. Also sie sind nicht mehr unmöglich. Wo bist denn du hin? Ich renne Roland hinterher. Alter, du bist schon ganz schön hier, ne, und so. Ich finde es übrigens ziemlich cool, die Idee, dass man Iridium opfern kann für Munition. Meleiko. Tretet vor und erhebt euer Schwert, edler Herr. Okay. Mal nur so nebenbei, weißt du, warum Tina Roland so sehr mag? Nö. Ich auch nicht. Es kann sein, dass wir uns da irgendwie ein bisschen selber gespoilert haben, dass wir es noch gar nicht wissen sollten hier, dass Roland tot ist. Naja. Ah, hier sind wieder solche Mopeds. Ja, das ist doch mal wunderbar. Ich verkaufe einfach gerade alles momentan. Außer den Raketenwerfer, der 13.000 Schaden macht, den behalte ich mal ein bisschen. Den behalte ich mal ein bisschen in meinem Inventory. 31. Ich werde das einfach alles verkaufen. Wir finden ja eh irgendwann was Cooleres. Oh nee, das hebe ich auf. Ah, schauen wir mal. Ja, finde die Königin. Roland pace schon wieder nach vorne. Obacht geben, länger leben. Das ist meine Motto hier. Ja, und Roland hat, glaube ich, die Menschen hier. Ah, hier sind wieder solche Teleporter-Moped-Männer. Alter. Ja, die sind nicht nett. Aber der ist schon tot, der Erste, oder? Ja. Dann ist ja hier. Ach, ich folge Roland, du machst es schon. Ja, genau. Aber das ist ja ein Claptrap, der macht das ja alles hier. Natürlich, natürlich. Außerdem können wir hier einfach außen laufen. Und dann wahrscheinlich sind dann da innen 10.000 Gegner oder so. Was ist denn das für ein Ort? Vitality Growth. Hier hat der Baum des Lebens seine ersten Wurzeln geschlagen. Im Baum vereinigen sich alle guten und natürlichen Magien der Welt. Hierher muss die Königin gekommen sein, um den Fluch des Hexers zu brechen. Die Königin ist aber nicht hier. Schrift besagt, wir könnten den Fluch mit einem einfachen Ritual selbst brechen. Gebt mir die Blutfrüchte. Wir werden den Fluch brechen und dann die Königin selbst finden. Das sieht hier schon wieder gleich nach dem nächsten dicken Bosskampf oder so aus. Gebt mir die Kraft.
Kraft, diesen schrecklichen Fluch zu machen. Sieht cool aus. Er selbst ist der Hexer. Oh. Falle. König Alia, oh Gott. Sollen wir erstmal die Ads machen oder erstmal ihn? Die Ads. Okay, Claptrap ist noch nicht ready. Oh Gott, ja, super überraschend. Ich habe ja nur gesagt, dass es eine Falle ist. Ja, ich bin down. Aber eventuell kriege ich hier den Unsterblichen. Ach nein, der stirbt ja wieder nicht. Du musst mich retten. Ich hier, zieh mal dem das Moped gleich raus, wenn der umfällt. Ja, ich muss erstmal überleben. Ja, der eine ist jetzt hier down. Ah, jetzt ist er down. Ich bin auch tot. Ja, gut, dann können wir uns hinlegen. Gehen wir eine Runde schlafen? Ja. Ja, weil wir dürfen nicht sterben. Nee, warum nicht sterben? Einfach nicht sterben in dem Kampf, Sled. Warum stirbst du, Mann? Nicht sterben, okay? Ja, weil die mich verfolgen. Du chillst da in deiner Ecke rum und machst nichts. Einfach nicht sterben in dem Kampf jetzt. Bitte Münzen. Was? Bitte Münzen einwerfen. Nee, ich mach nur Spaß, stand da gerade. Oh ja, wir können wohl wieder rein, aber nicht mehr raus, und wenn wir drin sind. Warte mal. Vielleicht kann man hier von außen das cheesen. Bist du reingelaufen? Nein. Vielleicht, warte mal, ich versuch mal hier auf die Kante zu springen. Das geht, aber da ist eine unsichtbare Wand davor. Okay, wollen wir reingehen? Ach, der eine ist rausgekommen. Ja, der eine ist rausgekommen. Na, das ist ja großartig. Dann machen wir das so, wie es aussieht. Alter, nur da oben können wir den Ding nicht rausziehen, oder? Doch, doch, doch. So, der ist down, dann ziehen wir das Moped raus. Ist. Ja, dann rein, ne? Ne, wir können nicht reinschießen. Wir müssen reingehen. Bist du drin? Ja. Jetzt sind hier auch normale Skelette. Ja, ich weiß, aber ich kämpfe hier gegen den Unsterblichen erstmal. Wäre schön, Alter, wenn du mir dabei hilfst. Ja, ich kämpfe hier auch an meiner Seite. Ich habe gerade irgendwas gekillt. Ich komme. Ich habe König Alia. Ja, ich bin down. Alter. Töte so ein normales Skelett. Ja, wenn ich eins sehen würde. Da sind noch 1000 hier, da hinten. Ja, da komme ich aber nicht hin. Jetzt zieh mal hier dem Typ das Ding bitte raus. Welchen? Den wir jetzt hier gleich killen. Kann ich, glaube ich, nicht. Oder ich sterbe, oder? Bist du tot? Ich bin tot. Weil es ja halt nicht zählt, die zu killen. Also nicht für denjenigen, der sie abschießt. Ja, mit Roland zusammen geht es schon irgendwie. Du darfst halt nicht sterben. Ja, stimmt doch mal nicht. Ich bin nicht tot. Das ist nur ein Anzeigefehler, wenn du das Skelett jetzt hier nicht wegsniperst. Oh, ich habe gerade irgendwie... Ach so, nee, der hier. Hm, toll, den kann ich nicht töten, weil mir das nichts bringt. Zieh mal raus, das Ding. Und das Problem hatte ich halt eben auch. Bist du da? Ja, ich bin als erstes reingegangen und... Ja, hier bei mir, zieh mal raus. Er ist tot sonst. Oder? Jetzt ist er tot. Ich bin dann auch tot. Aber ja, ich komme gleich wieder. Ja, mach mal. Das ist halt, wenn du von mehreren als erstes Aggro hast, dann ist das halt schwer zu kiten. Ach. hier, Tipps mit Sled. Ja, Profi-Tipps, ja. Aber ich glaube, das bringt nichts. Wir müssen auf den Boss, die respawnen immer wieder. Ja, wie viel hat denn der Boss noch? Viel. Aber ich gehe jetzt direkt auf den Boss. Ja, 3/4. Claptrap ist auch da. Alter, jetzt ist so ein Skelett in mir gespawnt. Geh doch weg, aber das kann ich töten.
Hallo, umbringen, danke. Hab ich den weg? Achso, du lebst wieder gut. Ja, ja. Ich dachte, ich hätte es jetzt aus Versehen gesnipert. Nee, nee, ja, passt Alaya, schon. Der geht aber gut down. Ja, einfach jetzt auf den. Geht schon. Ja, ich bin down. Alter Schwede, ey, wie, was für eine Reichweite hat er denn? Ich kann dich vielleicht ressen. Alter Schwede. Kannst du oder? Ja, ich muss nur erstmal kommen, warte. Jetzt bin ich halt tot. Okay. Wer es läuft, der schießt auf dich. Ach, der, ja, solange wie der da auf dich rumschießt, ist mir das egal. Na, Vorsicht, lauf weg, da kommen jetzt erstmal alle wieder einmal rum. Oh, ich habe keine Granaten mehr. Alter, jetzt geht um. Ah, raste gleich aus. Zieh dir mal das Skelettding raus, hier. Da, den Schwert meine ich. Ja, warte mal, ich bin tot. Ja, übrigens, ich auch. Weil ich dich gerest habe. Ja, versuch, kannst du einfach auf König Alaya holzen, vielleicht kriegen wir den ja jetzt schon. Unwahrscheinlich. Ja, stimmt, nicht mit der Waffe, vielleicht mit meinem Raketenlauncher. Ja, ich muss erst nachladen, ja, ich bin tot, bis es nachgeladen ist, das Ding. Ja, nächste Runde kriegen wir ihn aber. Ja, vielleicht schon diesmal. Ach, würde ich schneller nachladen, hätten wir ihn gekriegt. Ach, Mann, Alter. Naja, einmal noch. Ich bin unbesiegbar, hat er gesagt. Ja, als er gestorben ist. ja. Ist ja hier voll schlau und so. Keine Bange, das fügen wir rückwirkend in die Story ein. Ja. Ach ja. Bist du da? Gleich. Kannst ruhig draufholzen und ihn umbolzen. Ja, wahrscheinlich sterbe ich noch 7-mal. Ja, weil die nämlich schon wieder alle auf mich zugestürzt kommen. So, wo ist denn der König? Ach, jetzt sind hier auch noch Bogenschützen. Jetzt stirb! Wo ist der Dreckskönig, Mann? Ja, deiner Mitte! Wo natürlich alle Moped-Männer drum rumstehen. Aber ich glaube, er stirbt irgendwie nicht. Er vergisst zu sterben. Doch, er ist tot. Kopf des Geisterkönigs. Ich bin tot. Seinen Kopf müssen wir jetzt auch noch töten. Das gibt's doch nicht. Der kopflose Reiter. Hier, das Geschütz von Roland halte ich übrigens, wenn du da hingehst. Ja, ja, ich muss mal eben hier nur irgendwas umbringen. Oh, du lebst wieder. Ja. Alles, was man ja umbringen kann, kann man umbringen. Kluger Spruch, weise, ey. Weise Worte mit Flat. Großartig. Achso, ich versuche gerade Roland abzuknallen. Ist vielleicht auch nicht der schlauste Weg. Scheiße, Badass. Alter, Badass, wo? Wir müssen den Kopf von dem noch. Ja, wo ist der aufbauen. Denn? Der fliegt in der Luft, sein Kopf. Kopf des Geisterkönigs. Mach doch mal die Augen auf. Da fliegt der Kopf von ihm rum. Ich bin tot. Ich kann dir mal einen Rest verpassen. Nee. Dann bin ich tot. Oder nee, ach, ich muss dich langsam resten. Kann ich keinen Rest verpassen. Ah, da sind kleine. Du kannst sicherlich einen killen, oder? Ach ja, ich habe das Problem, dass die irgendwie immer aus dieser Gruft gerade zufällig hinter mir spawnen. Das ist ein bisschen nervig. Ich habe keine Munition mehr. Ja, ich halt auch nicht. Plus, ich habe keine Granaten mehr, um mir die mal wegzuhalten. Den da kann ich killen, stirb. Ah, Mann, geh mir aus dem Gesicht. Ich will den da töten. Come on, ein Treffer noch und er ist tot. Come on. Ah, haha. Ich lebe wieder. Oh Gott, der Kopf verfolgt mich. Was ist denn... Ah, ich bin schon wieder down. Alter. Ja, hier ist so ein Munitionsding wieder gewesen. Die liegen da einfach. Diese grün leuchtenden Dinger sind Munitionsdinger. Das füllt ja alles auf. Wenn du jetzt hier den killst, ey. Alter. Alter, ach, das sind wieder diese Beschissenen. Ja, dann ziehen wenigstens das Ding raus. Hab dich lieb. Siehst du das grüne Ding da rechts? Da kannst du Munition aufladen. Ich glaube, das füllt die Munition, die Waffe auf, die du gerade ausgerüstet hast. Alter, was killt mich denn hier die ganze Zeit? Keine Ahnung, ein Gegner. Wo
worauf bist du denn im Moment? Rass mich mal. Ja, wie soll ich dich denn ressen? Ja, hier stehe ich. Erstmal mach mal bitte hier... Ja, hier bin ich auch down. Der gibt aber keinen Kill. Ja, ich weiß. Hier ist noch so ein unsterblicher Hampelmann. Deswegen frage ich ja die ganze Zeit, worauf gehst du denn gerade? Ja, wie? Auf Gegner? Ja, was mir vor die Flinte läuft. Ja, keine Ahnung. Ist aber verflucht ineffektiv. Ja, nee, ich schieße auf das, was ich erwische. Auf was schießt du denn? Auf das, was du nicht erwischt? Auf den Kopf. Das heißt, ich versuche halt andere zu ignorieren und den Kopf halt eben abzuschießen. Diese Munitionsdinger füllen alles auf, außer Raketenlauncher-Munition. Ach ja, Kopf des Geisterkönigs. Den können wir fokussen, wenn du willst. Wo ist er denn schon wieder? Hier oben. Der kegelt irgendwie rum. Oh, jetzt hat mich wieder schon so ein Skelett, Mann. Alter. Also ehrlich gesagt, das finde ich gerade ziemlich frustrierend. Ich weiß jetzt nicht, ob es an einem niedrigen Level liegt. Du kannst die Viecher nicht töten, um sich damit wieder selbst zu beleben. Die hüpfen einfach nur rum und es sind so verdammt scheiß viele, dass man überhaupt nirgendwo ausweichen kann. Ich meine, es bringt mir jetzt ja noch nicht mal hier diesen Typ zu killen. Mann. Wo ist denn der? Wo ist denn der Kopf? Ja, der flippert einfach wie wild durch die Gegend. Ja, ich mach mal erstmal den hier kaputt. Oh, er hat mich kaputt gemacht. Ach toll, und ja, da bringt mir nichts, den zu killen. Ja, super. Schön, dass du die Geschichte... Und Alter, wir müssen 4 Geisterkönige besiegen. Ach Mann, Alter. Das ist kacke. So, jetzt würde ich gerne mal so ein grünes... Alter, hier ist noch ein Geisterkönig. Da so ein grünes Ding da, was du immer sagst, möchte ich mal bitte hier benutzen. Na, dann mach doch. Es gibt 2 oder 3 davon. Ja, jetzt habe ich auch eins. Wenigstens was. Und hier sind Kisten, ich loote die mal alle. Ach Mann, Alter. So ein Arschloch, der kam hier aus dem Nichts in mir gespawnt. Ah, vielleicht kriege ich den Schwertkämpfer her. Wenn du mir... Oder kannst du mir helfen? Ein bisschen in... Nein? Ja, ich schieße ja schon drauf. Den kriege ich aber im Leben nicht. Da bin ich 5-mal tot, bevor ich den kaputt kriege. Ist er jetzt fast tot? Ich bin schon tot. Ach so. Die Zeit wird, glaube ich, immer kürzer. Also ja, glaube ich auch. Die man hat, nachdem man stirbt, damit man sich halt nicht so durchschießen kann wie wir. Gerade. Aber das schaffen wir schon irgendwie. Vielleicht sollten wir danach Nebenmissionen machen, außer der blöden Mission mit dem der Feuerwehr. Das Problem ist halt, wie gesagt, du kriegst sie ja halt auch nicht tot. Du musst ja auch über der... Alter, in den Nahkampf. Jetzt habe ich hier ein Skelettmoped. Also wie gesagt, wenn du zu mir kommst und ihm den Ding mal rausziehst, dann wär's tot. Aber ich meine, ich kann mich daran halt wieder nicht ressen. Das ist halt die Scheiße. Ja, ich... Warte mal. Das ist halt... Ich zieh mal. Komisch. Hier an den Geschütztürm stellen, wenn du kannst. Der heilt dich, wie gesagt. Ja, aber du kannst ja das Schwert auch schon vorher rausziehen. Fallen die dann einfach tot um? Kann man nicht, oder? Doch. Wenn du da einfach an die rangehst, steht da auch X für ziehen. Dann mach doch mal. Ja, dann verliere ich Anarchie-Stacks. Rest mich mal. Alter, ich bin tot und lauf gerade rein. Wie soll ich dich denn bitte ressen? Keine Ahnung, mit Skill. Nein. Ja, keine Ahnung. Ich sterbe dann mal absichtlich. Wir sollten mal zusammenbleiben. Und versuchen. Mit Skill und so. Oh Gott, es wird ein langer Part. Ja. Lang, aber hart und hässlich. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, wie manchen Leuten gefällt es ja zu sehen, wie jemand komplett verzweifelt. Hier ist König Chrono. Und Sled ist kurz vorm Breakdown, so wie es anhört. Nee, ja? Kurz vorm Enrage. Vom Enrage-Timer. Ja, definitiv. So, jetzt halten wir mal auf König Chrono. Ja, im Moment ist er auch der Einzige. Es sind ja auch keine Ads da. Das ist doch super. Nice. Ich schalte dir die Augen
Kannst du den nochmal slacken, oder? Hab ich gerade. Das geht, glaube ich, nicht auf den. Nein, es kommt auf mich zu! Ich geh mal in Nahkampf da. Ich mach sau viel Schaden im Nahkampf auf den. Aber wird dafür jetzt sterben, weil er mich getreten hat. Ja, robb mal von dem weg. Bin dabei. Er steht da einfach nur rum und macht nix. Was ist denn jetzt kaputt? Hat keine Lust mehr, jetzt kommt er. Er hat's auf mich abgesehen. Voll daneben geholzt. Ich loot jetzt mal die Kisten hier. Die Ads scheinen doch nicht endlos zu respawnen, oder vielleicht ja, ist... Ja, wahrscheinlich mit dem nächsten König kommen wieder welche. Oder wenn er jetzt hier seinen Kopf verliert. Alter, er schießt wieder Blitze. Ist jetzt wieder sein Kopf am... Ich weiß es nicht, ja. Ja, ich einmal getroffen. Was ich so unfair finde, ne, ist, man muss raten, wo der als nächstes hinfliegt, wenn man den treffen will. Zumindest mit dem Sniper. Naja. Also solche Probleme hast du ja nicht, ne? Nee, zum Glück nicht. War's das jetzt? Weiß ich nicht. Nein, natürlich noch mehr, oder? Ja, da oben, oder? Ist alles gegrappt? Ja. Königin Sless, ja. Ja, Sess gegen Sless. Mensch, wer wird da wohl gewinnen? Ja, Sees. Nimm mal hier wieder so ein Dings. Er schießt immer mit dem Raketenwerfer da drauf oder so. Mein Raketenwerfer ist leer und der wird nicht aufgefüllt von den grünen Dingern. Einmal mit Profi-Raketenwerfern. Keine Ahnung, meine Sniper macht auch wenig Schaden. Alter, es schießt schon wieder Blitze. Geh doch mal weg. Alter, hör doch mal auf damit! So, wo ist er hin? Wo ist er hin? Der verfolgt mich. Meine Waffen machen irgendwie kaum Schaden an dem. Ja, dasselbe habe ich gerade auch. Ach nee, hier, meine Axt macht 3000 pro Treffer. Ja, das ist ja schon mal nicht falsch. Ja. Und der ist so langsam, dass ich den auch mit fast jeder treffe. Okay, jetzt muss ich aber erstmal wieder rennen. Dings ist bereit, Claptrap, go! Ich kite den mal ein bisschen. Mach mal. Oh, ich glaube, ich habe Agro. Ich geh mal zu Rolands Turm. Ah, es schießt wieder Blitze. Rolands Turm heilt dich. Ja, ich muss ja hier nur gerade die Blitze wegblitzen. So, jetzt können wir weiter draufhauen. Alter Schwede. Moped, Mann. Was schießt du eigentlich für eine komische Waffe, Alter? Das ist komisch aus, deine Schüsse. So, jetzt ach, kommt jetzt wieder sein Kopf. Lustiger Kopf. Hä? Wo ist der Kopf hin? Den treffe ich nicht. Ja, achso, wo ist denn das? Alter! Jetzt geht's aber eigentlich. Wir hätten einfach früher auf die Ads gehen sollen. Sag jetzt bitte nichts Falsches. Tu es bitte nicht. Da kommen Ads. Oh Gott, oh nein, oder? Da ist ein Badass-Skelett. König Nazar. Soll ich auf den König holzen oder auf nee, die Ads? Nee, Badass. Dann machen wir jetzt erst wirklich die Ads. Den treffe ich aber nicht. Ich feuer mal auf den König, weil ich den anderen nicht treffe mit der. Der ist zu weit weg. Ja. Alter Schwede! Geh weg! Hilfe! Alter, Laser! Ja, Laser! Ich hack grad auf Nazar.
Ich hab Claptrap! Ich muss weglaufen! Das geht's aber gerade echt gut. Das war nur der Anfang, der so bescheiden war. Irgendwie. So, oh, ich glaube, der Badass ist von Claptrap gekillt worden. Ich bin fast tot. Ich muss mich mal kurz verstecken. Oh, ich bin tot. Kannst du mich hier retten? Wo bist du denn? Hier hinten. Ja, wieso bist du denn da hinten tot? Weil er mich mit einem Laser getroffen hat. Ja, ausweichen. Stimmt mal nicht so viel. Ja, voller LOL, Einmal mit Profis, ey. Ach Gott, ich war ja schon ausgewichen. Ich dachte ja, dass es ein blöder Claptrap ist. Aua. Na, ausweichen. Einmal mit Profis hier, ne? Ja, ich dachte, der haut dich. Rass mich mal. Nö. Ja, oder ich töte ihn und rest mich dann. Ich bring den erst. Du kannst ihn töten. Schieß. Ja, ich schieß ja schon. Aber er zählt nicht. Dankeschön. Rest mich mal. Ja. Rest läuft. Ich weiß nicht, ob ich soll den Skill drin behalten, dass ich dich insta resten kann. Ich bin down. Das heißt, jetzt haben wir gleich einmal nochmal. Und dann ist aber fertig hier der Spaß. Ja. Ja, ich. Hast du irgendeinen Vorteil davon? Ich lebe. Meine Restphase ist dann länger als normal. Also hast du keinerlei Vorteil? Doch, meine Restphase dann. Also wenn ich dann tot bin, habe ich doppelt so lange Zeit, gerest zu werden wie davor. Ach so. Das heißt, ich kann dann irgendwas killen oder so. Ja, aber ich weiß nicht. Also ich komme mir jetzt nicht so wie der stärkste Skill vor. Weil in solchen Situationen nützt es dir halt nichts, wenn es halt gerade mal knapp ist und du einen Rest durchbringen willst. Ja, später habe ich aber meinen super-duper Badass-Skill, deswegen kann, also wenn mit meinem Ultimate zusammen ist das, glaube ich, ziemlich cool. Vor allem, ich glaube, wenn ich dann wieder aufstehe, dann ist der Skill automatisch wieder refreshed quasi, weißt du? Also irgendwie, keine Ahnung, ich rede Unfug. Ich behalte den erstmal drin. Alter Schwede, ich bin down. Hab kein, also jetzt habe ich zum Beispiel kein Interesse. Ja, mehr. Gut, aber wenn du mich jetzt gerest kriegst, dann leben wir beide. Ja. Jetzt muss ich dich nicht wieder resten. Ja, aber ich habe ja danach doppelt so lange Zeit. Das heißt, kurz bevor du tot bist, kann ich dich insta-ressen. Und dann, wenn in der Zeit sollten wir irgendwas tot kriegen. Ja, rest mich nochmal. Ich hab den gerade mit meiner Axt vom Himmel geholt. Mit der Axt, Mann, mitten ins Herz. Alter Schwede. Wir sagen, die Quest mit Roland machen wir noch fertig, oder? Ja. Und danach fragen wir uns, warum wir nicht ein richtiges Level sind, um hier zu sein. Ja, gib mal ab. Also, wenn ihr die Königin sucht, der Hexer hat sie. Ihr müsst euch die Zwergensklaven mienen. Ich bin fast 28. Ja, mir fehlt noch 2,5, aber das machen wir dann im nächsten Part. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.